Was ich super finde an der ZHAW ist, dass wir die Möglichkeit haben, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten. Ich habe den Entscheid, das Masterstudium zu machen, nie bereut. Es ist zwar sehr streng, es ist eine grosse Herausforderung. Ich empfinde das Studium als relativ intensiv und darum darf man es nicht unterschätzen. Das Highlight des Masters bis jetzt war ein Marketingprojekt mit einer grossen Versicherung und wir konnten selber als Berater interagieren. Das war spannend. Ich empfinde den Master als spannende, als intensive Zeit. Man kriegt Inputs von allen möglichen Seiten, von Kollegen, von Dozenten. Es ist sehr abwechslungsreich, auch gerade in Kombination mit dem beruflichen Alltag. Aber sehr fordernd. Ja, das Studium ist eine grosse Herausforderung. Es ist schwierig, das Arbeiten und die Schule aneinander vorbeibringen. Aber man profitiert auch sehr davon. Also im Arbeiten vom Studium, aber auch im Studium von der Praxiserfahrung, die man wieder reinbringt. Der Vorteil des Masters ist sicher, dass man sich weiterbilden kann, den Master lang, aber gleichzeitig auch einen Job auf Bachelorstufe ausüben kann und auch dort Erfahrungen sammeln. Auch in meinem Alter kann man noch gescheiter werden. Das Masterstudium ist berufsbegleitend extrem intensiv, aber total lehrreich und spannend. Ich bin jetzt im Bewerbungsprozess für eine neue Stelle nach dem Studium und ich komme durchaus gute Feedbacks über. Aus diesem Grund weiss ich, heute war eine absolut top Entscheidung, einen Master in Marketing zu machen und ich würde es heute wieder so machen. Der Master ist nicht nur theoretisch, sondern hat auch einen grossen Praxisbezug und das merke ich auch im beruflichen Alltag. Was ich auch super finde, wo ich auch überrascht bin von der ZHAW, ist, dass sie so Module anbietet wie Wissenschaftstheorie, aber auch Forschungsmethodik, wo eher das Wissenschaftliche in eine Fachhochschule eigentlich reinbringt, was ich sehr, sehr speziell finde und auch sehr gewinnbringend auch für eine Fachhochschule bzw. für die ZHAW ist. Die ersten zwei Semester muss man ein bisschen auf die Zehen bissen. Da gibt es viel Theorie, viele Bücher, viele Sachen, die man einfach lernen muss, auch auswendig lernen. Dann aber geht es los. Vor allem im vierten Semester ist es extrem spannend, wie viele Dozenten von außerhalb kommen. Gastdozenten, wirklich Topshots aus der Schweizer Wirtschaft und Werbebranche.